So Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Map-Vorstellung. Heute schauen wir uns einmal die Sunshine Valley Farm etwas genauer an. Und zwar ist die jetzt auf ModHub zur Verfügung. Der Download-Link kommt natürlich wie gewohnt in meine Videobeschreibung. Zur Map allgemein, es handelt sich hier um eine mittelgroße Map, würde ich mal sagen. Eine schön verarbeitete Map. Wir haben hier zwar englische Bezeichnungen, aber man kennt sich trotzdem eigentlich ganz gleich ganz toll aus, wie ich finde. Wir haben hier einmal den Haupthof hier mit einer kleinen Tankstelle hier nebenbei. Dann haben wir hier natürlich das Shopgebäude, diverse Abladestellen hier in einer Reihe nebenbei. Die Sägemühle ist hier verbaut oder das Sägewerk ist hier verbaut eben. Dann haben wir eine BGA verbaut, den Viehhändler gleich neben der BGA. Wir haben dann ebenso hier noch eine Abladestelle mit Zuganbindung, wie ich das hier von oben so halbwegs sehe, kommt mir vor. Dann ebenso eine Tankstelle wieder hier verbaut. Hier sind dann die Kühe, leicht abseits vom Haupthof hier. Dann ganz im Norden der Karte oben sind dann die Schweine verbaut. Ebenso hier noch eine Abladestelle. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Schafe sehe ich hier soweit jetzt keine Schafe und Hühner. Ah doch, hier sind die Schafe und die Hühner. Genau, alles vorhanden. Natürlich habe ich jetzt fast übersehen. Ebenso eben die Schafe und Hühner vorhanden. Zur Feldform und Feldgröße. Wir haben sehr, sehr verschiedene Formen. Eher abgeschrägt wieder. Dann haben wir wieder die standardrechteckigen Felder. Von der Feldform und Größe her ist das ganz in Ordnung. Man hat hier größere Felder. Man hat auch sehr ganz kleine Felder. Also für den Anfang perfekt gemacht. Einige Wiesen, wie ich hier sie sehe. So, das wäre, wird hoffentlich wahrscheinlich eine Wiese sein hier. Aber wir fliegen gleich kurz drüber und schauen uns das Ganze kurz an. In der Garage haben wir einen T5 stehen mit 117 PS. Dann haben wir einen Käse mit 4,3 Metern Arbeitsbreite. Ebenso einen kleinen Kipper. Dann haben wir Bodenbearbeitungsgeräte von der Firma Kuhn und von Querneland. Und noch ein Fassgewicht. Ein recht überschaubarer Fuhrpark, aber für den Start eigentlich perfekt gemacht. Wir werden hier kurz das HUD einblenden und dann werden wir mal abheben hier. Unser Haupthof hier, recht schön gemacht hier, unsere ersten Startfahrzeuge. Hier ein Unterstand, nein, ist kein Fahrsilo, ist nur ein Unterstand, ein offener. Hier haben wir ebenfalls noch Ablagerungsmöglichkeiten. Hier dann eine schöne Halle verbaut auf jeden Fall oder ein schöner Unterstand überdachter. Hier dann unsere Siloanlage. Eben ist alles schön beschrieben hier. Ansonsten schön gemacht. Auch die Einfahrt, wenn wir hier rumkommen. Das Tor lässt sich natürlich öffnen, oder? Jawohl, das lässt sich öffnen. Man sieht hier, geht sogar diese Schnur hier weg. Also detailmäßig recht schön gelöst das Ganze. Hier haben wir dann Dünger und oder nur Saatgut momentan. Ja, nur Saatgut schaut so aus. Dünger haben wir sicher auch irgendwo verbaut hier am Hof. Wir können auch diese Türe hier öffnen. Die Unterstellhalle. Hier stehen dann einige unserer Startfahrzeuge wieder. Ebenso haben wir hier Bewegungsmelder. Nein. Ebenso haben wir hier auch wieder einen Unterstand mit einigen Startfahrzeugen. Hier steht unser T5 mit dem Fassgewicht vorne und hinten einem Flug. Wir schauen auch hier noch hinein. Ja, das sind eben die ganzen Unterstellhallen. Hier ist der Stroh- und Heuverkauf. Ist hier direkt am Hof gleich, finde ich immer sehr, sehr schön, wenn das direkt am Hof verbaut ist. Und ich würde sagen, wir fliegen mal ein Stück. Und zwar haben wir hier unsere Tankstelle verbaut. Kann man ebenfalls noch vielleicht kleine platzierbare Objekte hier hinmachen, würde ich ganz schön finden. Hier eine kleine Halle hinstellen oder Bienenstöcke oder ähnliches. Auf jeden Fall Platz für platzierbare Objekte. Wir haben dann hier die Zuganbindung mit verschiedenen Abladestationen. Wie man hier schön sieht, wir haben hier den Eierverkauf auch verbaut und diverse andere Abladestellen können wir mit dem Zug gleich losschicken. Auch hier diese ganze Geschichte hier mit den Überkopf-Höhenbegrenzungen eben ist schön gemacht. Hier noch diverse Abladestellen, hier können wir wahrscheinlich sogar Mist und Gülle verkaufen. Also auch an das wurde gedacht. Hier ist dann der Händler verbaut, der Händlershop verbaut, auch schön gemacht hier auf jeden Fall. Nebenbei noch ein kleines oder ein etwas größeres, ein größerer Platz für platzierbare Objekte. Auch an das wurde natürlich wieder gedacht hier. Finde ich immer sehr, sehr wichtig.
Es geht dann weiter und zwar hier am Kuhhof angekommen, haben wir hier ein schönes Durchfahrsilo hinter dem Kuhhof und hier noch eine schöne Zufahrt natürlich und hier dann unser Kuhstall, der aus dem LS17 standardmäßig übernommen worden ist. So schaut er auf jeden Fall aus, aber ansonsten schön verarbeitet. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, unsere Tiere wieder zu füttern oder Wasser zu geben hier und im Stall eben zu füttern. Das wurde alles gemacht. Oder hier ist das Wasser wahrscheinlich, aber nicht so wichtig. Hier können wir das Ganze dann öffnen, das Tiermenü öffnen eben oder den Viehhändler besser gesagt, die Tiere hier abladen oder verkaufen oder aufladen zum Verkaufen wieder. Hier ist dann unsere Lagerstätte für die Gülle und den Mist, die Kühe produzieren eben. Haben wir auch noch schöne Unterstellmöglichkeiten hier auf dem Hof auf jeden Fall verbaut. Wir fliegen dann weiter, haben hier die erste große Wiese, wie ich schon mir gedacht habe auf der PDA-Map. Wir fliegen dann hier gleich drüber. Auch die Felder hier schön angelegt, auf jeden Fall gefällt mir sehr, sehr gut. Hier wieder diverse Abladestellen und dann geht es über dieses Flüsschen hier drüber. Auch diese Auffahrt hier, diese Straße sieht schon sehr, sehr schön aus. Überall eben die Tore verbaut, die wir öffnen können zu unseren verschiedenen Feldern. Wir sind dann angekommen bei den Schweinen hier. Ein recht schönes Gehege auch. Nebenbei wieder eine riesengroße Wiese zum Mähen. Und hier kann man auch die Tiere eben füttern. Hier kann man sie entnehmen und hinzufügen wahrscheinlich, oder? Nein, können wir nicht. Okay, das hätte ich mir jetzt eigentlich gedacht hier. Ah, na, da ist der Abladepunkt. Jawohl. Das funktioniert natürlich auch alles, es wurde natürlich auch alles getestet, hoffe ich zumindest. Aber ich habe noch keinen groben Fehler hier eigentlich gefunden oder keinen kleinen auch nicht. Wir haben hier dann die Ablade, die Möglichkeit eben Mist und Gülle zu entnehmen von den Schweinen. Wir schauen dann gleich weiter und zwar fliegen wir hier drüber. Hier haben wir noch einige Unterstellmöglichkeiten. Die Felder eben hier schön verbaut, auch das Straßennetz, wie man sieht, ist sehr schön verbaut. Wir haben noch keinen Verkehr verbaut, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Hier wieder eine Verkaufsstelle natürlich, dass man das ganze Zeug wieder los wird. Auch zur Map-Begrenzung, weil wir jetzt so schön drinnen sind hier. Sieht sehr, sehr schön aus, wie man sieht. Wir sind von Bergen umgeben, das finde ich immer sehr, sehr schön. Die Map-Begrenzung ist für mich eines der wichtigsten Sachen. Aber man sieht, hier haben wir doch wieder Verkehr verbaut. Ich habe wieder die Klappe zu früh aufgemacht. Es ist eben Verkehr verbaut, Linksverkehr hier sogar verbaut, okay, eben Linksverkehr verbaut hier. Wir sind dann angekommen bei den Hühnern hier, schönes Hühnergehege und nebenbei natürlich auch gleich das Schafgehege von den Schafen. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, vielleicht platzierbare Objekte zu platzieren oder einfach unsere Maschinen hier abzustellen. Ein kleines Häuschen ist hier ebenfalls noch dabei. Also schön verarbeitet auf jeden Fall. Hier noch diverse andere Felder und wir fliegen dann gleich weiter, weil ich sie gerade sehe, zur BGA. Wir haben hier dann die BGA verbaut, auch ein schönes Gebäude auf einer Riesenfläche ausgebreitet hier. Wie man sieht, wir haben hier wahrscheinlich das Wagen-Wieghäuschen, oder? Nein, wohl, da ist denn die Waage verbaut, jawohl. Und dann kann man hier durchfahren und dann gleich zur BGA abbiegen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4... 5 Einfülltrichter, oder Einfülltrichter sage ich schon, Durchfahrsilos natürlich verbaut, Entschuldigung, natürlich hier der Silo King Einfülltrichter, auch schön gemacht, eben die Standard BGA, die man auf sehr, sehr vielen Maps eben sieht. Hier noch ein kleines Bäckchen hier, auch der Viehhändler ist hier verbaut, der standardmäßig LS17 Viehhändler, den wir aus der Standard Map natürlich kennen, ist natürlich auch kein Problem. Sieht ja nicht schlecht aus. Was haben wir noch nicht gesehen? Wir fliegen vielleicht noch hier ein bisschen rüber. Hier müsste irgendwo die Sägeindustrie sein. Die habe ich zuerst ganz übersehen. Jawohl, hier können wir natürlich mit dem Kran hier abladen und hier das Holz natürlich verkaufen und hier vorne die Hackschnitzel verkaufen. Ebenso können wir natürlich hier den Kran, den wir hier steuern können, auf jeden Fall mit der Taste E dann einsteigen, dann können wir hier unsere Fahrzeuge entladen. Wir schauen noch mal kurz auf die Übersichtsmap, ob wir wohl nichts Wichtigeres vergessen haben. Aber es schaut recht gut aus, würde ich mal sagen. Wir werden dann zurück zum Hof jetzt noch schnell fliegen. Wo ist der? Bin ich jetzt komplett verrückt geworden?
Jawohl, hier haben wir eben den Hof. Und hier wieder unsere Map-Vorstellung hier beenden, wo wir sie gestartet haben. Bei diesem wunderschönen, klein angelegten Hof gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten eine recht schön verarbeitete Map, detailreiche Map, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Eben Linksverkehr verbaut möchte ich noch hinzufügen. Verkehr verbaut natürlich und Linksverkehr. Also in meiner Bewertung auf jeden Fall 5 von 5 Sternen wert diese Map. Eine klare Download-Empfehlung von mir. Etwas eine schöne Singleplayer-Map würde ich sagen. Vielleicht in kleinen Multiplayer mit 4 bis 6 Spielern würde man, oder höchstens 4 Spieler vielleicht, würde man da auch recht viel Spaß haben. Wenn man es schön aufteilt hier, kann man auf jeden Fall auch im Multiplayer diese Map spielen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ich sehe euch wieder mal bei mir bei einer weiteren Mod- oder Map-Vorstellung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Also bis demnächst. Ciao.